Allahu Akbar, Gott ist am größten. Damit beginnt der Gebetsruf in der Moschee, aber das rufen auch islamische Terroristen, die sich und andere in den Tod reißen. Gegen Gewalt und gegen den Missbrauch ihrer Religion wollen Muslime in Deutschland jetzt ein Zeichen setzen. Unter dem Motto, nicht mit uns, rufen sie zu einem Ramadan-Friedensmarsch am Samstag in Köln auf. Das kommt viel zu spät, sagen die einen. Andere wollen dagegen friedlich lebende Muslime gar nicht für die Attentate mit verantwortlich machen. Wie halten es die Muslime hier mit der Religion? Terror im Namen Allahs. Welche Rolle spielt der Islam? Darüber reden wir in dieser Runde und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Feren Atac ist bei uns, Rechtsanwältin und Kämpferin für Frauenrechte und für einen modernen Islam. Sie lässt sich gerade zur Imamin ausbilden, hat eine liberale Moschee gegründet und die wird jetzt in dieser Woche eröffnet. Eren Güvercin ist bei uns, freier Journalist, Mitinitiator der Alternativen Islamkonferenz. Und in seinem Buch Neo-Muslims beschreibt er junge Muslime in Deutschland. Herzlich willkommen. Professor Christoph Markschies, evangelischer Theologe, bis 2010 Präsident der Humboldt-Universität in Berlin und jetzt Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dr. Wilfried Buchter begrüße ich herzlich. Er ist Islamwissenschaftler und hat für die UNO-Mission im Irak gearbeitet und den Aufstieg des Islamischen Staates hautnah miterlebt. Und wir haben versucht, einen Vertreter einer der Islamverbände in dieser Sendung zu haben. Das hat aber leider nicht geklappt. Frau Atac, es gibt am Samstag diese Demo, ich habe es eben angesprochen, nicht mit uns. In dem Aufruf steht, ich zitiere daraus, der Widerstand gegen die Terroristen, diese Verbrecher und verblendeten Fanatiker nimmt uns alle in die Pflicht, aber er nimmt ganz besonders uns Muslime in die Pflicht. Ist das so? Warum müssen sich Muslime, die hier leben, friedliebend, distanzieren, positionieren mit so einer Demonstration? Seit dem 11. September 2001 gehört zu denjenigen, die genau diesen Satz sagen. Es ist auch unsere Verantwortung, wenn wir nichts gegen diesen islamistischen Terror tun, wenn wir einfach nur so sagen, wir sind friedliche Muslime, das hat nichts mit dem Islam zu tun, was ich übrigens nie getan habe, aber auch nichts dagegen stellen, gegen den Missbrauch unserer Religion. Dann haben wir leider Gottes auch durch Untätigkeit dazu beigetragen, dass sehr viel mehr im Namen der Religion Gewalt sich verbreitet hat. Ich denke schon, dass wir sehr viel mehr in die Verantwortung genommen werden müssen und werden und uns selber auch und verpflichtet sind tatsächlich. Deshalb begrüße ich das, dass jetzt endlich immer mehr passiert, dass die Menschen sagen, wir müssen dem was entgegenhalten. Ist es nicht ziemlich spät, weil Sie gerade den 11. September ansprechen? Es ist nie zu spät. Es ist schade, dass das jetzt erst passiert. Es war auch sehr schwierig für mich. Sie haben ja die Gründung der Moschee erwähnt. 8 Jahre lang habe ich wirklich schwer Leute gefunden, die mit mir das machen. In diesen Jahren und auch während ich Mitglied der Deutschen Islamkonferenz war, habe ich gemerkt, dass sehr viele Menschen sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und warum soll ich als friedlicher Mensch mich überhaupt auf die Straße begeben? Warum soll ich dazu überhaupt Position beziehen? Das habe ich nie verstanden. Herr Güvercin, würden Sie mitgehen? Sie kommen aus Köln. Sagen Sie, das ist eine Sache, da würde ich mich anschließen, das ist richtig? Man muss als ein Muslim, der in Deutschland lebt, einfach auch die Umstände, die Entwicklungen in der letzten Zeit, vor allem nach den Anschlägen in England, muss man einfach auch als Muslim realisieren, dass es gewisse Vorbehalte in der Bevölkerung gibt. Ich rede hier nicht über Rechtspopulisten oder Rassisten aus dem Lager AfD und Pegida und Co., die eh schon gewisse Vorbehalte gegen Muslime haben. Aber wenn der Otto Normalverbraucher im Fernsehen mit solchen grausamen Attentaten konfrontiert wird, da tauchen natürlich in den Köpfen der Menschen, was vollkommen normal ist, gewisse Fragezeichen auf. Und da sind wir als Muslime, ob jetzt nun in einem Verband organisiert oder auch als Einzelpersonen, müssen wir schon vorsichtig sein, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und man muss sich nicht von Terror distanzieren, aber man muss schon eine Haltung dazu haben. Und ich glaube, da waren die Muslime insgesamt relativ zurückhaltend und eher passiv und haben nicht wirkliche Sensoren gehabt, um die Stimmungen in der Gesellschaft auch wahrzunehmen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, nicht sich zu distanzieren, wie gesagt, sondern sich zu positionieren und auch die Menschen in ihrem eigenen Umfeld auch gewisse Signale zu senden.
finden, sodass sie gewisse Dinge auch trennen können. Muslime, die hier in Deutschland ihre Religion leben, und wahnsinnige Terroristen, die im Namen der Religion schreckliche Attentate verüben. Herr Buchter, wenn man das gerade, wenn man sagt, man muss das ja auf jeden Fall trennen, macht es denn dann Sinn, so eine Demo zu organisieren? Oder verstärkt man da nicht auch den Generalverdacht, dass man sagt, okay, das sind Muslime und wer weiß, ob die nicht auch was mit Gewalt zu tun haben? Das kann natürlich so interpretiert werden, dass da ein Generalverdacht bestärkt wird. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass Muslime, wenn auch sehr verspätet, Positionen beziehen und zur Frage Stellung nehmen, was hat das mit dem Islam zu tun? Und wie positionieren wir uns zu islamischen Gewalttaten? Denn das ist längst überfällig. Wie mein Vorredner schon gesagt hat, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren so ein Meinungsbild verdichtet. Und das, da hat er auch vollkommen recht, das ist nicht nur vertreten bei Leuten von Pegida und AfD, sondern in der Breite der Bevölkerung, wo viele Leute sich fragen, ja, wie steht die Mehrheit der friedlichen, unter uns lebenden Muslime überhaupt zum Terror, zu islamischer Gewalt? Und ich finde das sehr gut und sehr richtig, dass jetzt diese Demonstration stattfindet. Bin aber auch gespannt auf die Inhalte, auf die Redner und auf die Positionen, die da bezogen werden. Und ich hoffe, dass dann auch die richtigen Antworten gegeben werden, beziehungsweise die richtigen Haltungen erkennbar sind. Denn eine Haltung, die besagt, das hat alles mit dem Islam nichts zu tun, kann ich nicht akzeptieren. Da reden wir gleich natürlich nochmal ausführlich drüber. Herr Marxis, was sagen Sie, wie wichtig ist das, dass man auf die Straße geht und sagt, wir wollen ja eben diesen Terror nicht? Es sind ja auch Christen, die da auch mit dazu aufgerufen haben. Es sind ja nicht nur Muslime, es sind ja ganz viele andere, die es auch unterstützen. Ich glaube, erstmal sind ganz wichtig die Bilder, die Menschen im Kopf haben. Es ist ganz wichtig, wenn ich Islam höre, dass ich auch das Bild von friedlich für Gewaltfreiheit in Deutschland demonstrierenden Muslimen, Männern und Frauen im Kopf habe. Es ist ganz wichtig, dass Menschen unterschiedlicher Religionen gemeinsam auf die Straße gehen. Das ist auch schon gesagt worden. Religion kann so und so ausgeübt werden. Und wir brauchen andere Bilder als nur das Bild von Menschen mit Sprengstoffgürteln. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Sache. Und man kann nur wünschen, dass das möglichst viele sind und sich die Bilder über die Medien und viele andere Quellen in unsere Hirne einbrennen, damit wir den Terroristen auch keinen Platz überlassen. Da ist ein Aufstand notwendig, wenn das irgendwie geht. Und je mehr Menschen in Gemeinden hierzulande und sonst wo sagen, ich mache nicht mit, in Schulen erkennbar wird. Aber wen will man beeindrucken? Man will die Mehrheitsgesellschaft, sag ich jetzt mal, beeindrucken, oder will man vielleicht auch junge Muslime beeindrucken, die vielleicht denken, nein, ich finde das eigentlich... Beides. Das würde ich nie... ich würde immer denken, wenn man nur auf die Mehrheitsgesellschaft schauen würde, nein, das ist natürlich auch ein Prozess in einzelnen Gemeinden, in deutschen Stadtvierteln. Das ist ein Prozess, der innerhalb von Religionen stattfindet. Und insofern denke ich, man muss die Motivation der Menschen ernst nehmen. Und die Motivation der Menschen ist, glaube ich, nicht ein Schaulaufen. Die wollen nicht Schaulaufen, sondern die wollen ihre religiöse Einstellung demonstrieren. Und das würde ich ernst nehmen und darüber freue ich mich. Jetzt hat sich aber schon wieder einer der Islamverbände, nämlich DITIB, distanziert und hat gesagt, wir nehmen daran nicht teil. Also, das macht es doch wieder auch alles kompliziert. Ja, aber das wundert mich natürlich nicht. Also ich möchte das noch mal ergänzen. Es geht nicht um Anbietern der Mehrheitsgesellschaft gegenüber, denn das brauchen wir nicht. Und es geht auch nicht darum, jetzt nur den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wir auch da nur als Vorbilder, das ist wichtig, aber nur Showlaufen, wie Sie gesagt haben, das ist es auch nicht, sondern beides, und zwar aber auch sich zeigen. Denn es ist ja immer die Rede von der schweigenden Mehrheit, von den vielen Millionen, die friedlich ihre Religion leben. Aber wo sind sie denn? Ich möchte sie auch sehen. Deshalb habe ich mich so lange jetzt damit beschäftigt und habe so lange jetzt gebraucht und gründe diese Moschee mit dem Ruf, ich möchte euch sehen. Ich möchte, dass wir uns verbünden, dass wir aktiv sind, dass wir dagegen Position, Haltung, ja, wie Sie auch gesagt haben. Es geht hier um eine Haltung zeigen, aber nicht Anbietern, auf keinen Fall.
Wir haben in Deutschland laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden Ende Dezember 2015 zwischen 4,4 und 4,7 Muslime gezählt. Also das ist eine große Gruppe, die sozusagen ja erstmal nicht so sichtbar ist. Also es sollte, ja, die sind nicht sichtbar, aber sie sollten sichtbar sein. Seit 2014 habe ich eine Mahnwache initiiert mit Lala Süßkind, meiner jüdischen Freundin. Wir stehen Jüdinnen, Christinnen, Musliminnen, Aleviten, Jesiden haben wir jetzt dabei, Buddhistin haben wir dabei, Homosexuelle und Atheisten haben wir Schilder gemacht. Also je nach Religionszugehörigkeit, ich bin Muslimin, ich will leben, kein Leben nehmen, kein Morden im Namen Gottes. Und diese Mahnwache haben wir auch initiiert mit der Intention, bitte kommt, zeigt euch zusammen. Und deshalb finde ich das auch wichtig, dass das nicht nur Muslime sind, dass wir gemeinsam gegen den islamistischen Terror, der unsere ganze Welt und vor allem aber Muslime auch betrifft. Aber warum ist es so schwierig? Wir haben ja in Deutschland wird ja das oft kritisiert, dass Islamverbände nicht mit einer Stimme sprechen, dass es unterschiedliche Verbände gibt und dass es immer so wie jetzt dann auch, dass es wieder dann einen Verband gibt, der sich distanziert. Also warum ist es so kompliziert? Ja, das ist typisch für die muslimischen Verbände, dass jeder so sein Süppchen kocht. Wir haben ja den Koordinationsrat der Muslime. Sogar er sollte eigentlich koordinieren, aber er koordiniert gar nicht. Das sehen wir auch im Kontext dieser Demonstration, dass der Zentralrat der Muslime, der alles andere als ein Zentralrat ist, weil der Zentralrat der Muslime repräsentiert nicht einmal 2% der Moscheegemeinden, das muss man immer betonen. Das ist ein bisschen eine Mogelpackung, der Name. Der nimmt an der Demo teil, aber die drei anderen Mitglieder des KRM nehmen daran nicht teil. Also so kann man schon konstatieren zum zigten Mal, dass der Koordinationsrat gar nichts koordiniert. Und das ist so das Dilemma. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch gewisse Eitelkeiten. Die Kritik, die es in der DITIB-Pressemitteilung heute gab an den Initiatoren dieser Demonstration, ist nicht ganz unberechtigt, weil sie als Einzelperson an die Öffentlichkeit gegangen sind und somit die Verbände unter Druck gestellt haben. So nach dem Motto, wir machen jetzt eine Demo und die sind jetzt im Zugzwang. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, eine breitere Basis erstmal aufzubauen, an mehreren Initiatoren das auf eine breite Basis zu stellen und dann gemeinsam zu einer Demo aufzurufen. Das war sicherlich taktisch ein Fehler oder es wurde bewusst gemacht, da möchte ich keine. Sind das nicht die Eitelkeiten schon wieder, von denen Sie sprechen? Ja, aber wenn es darum geht, gemeinsam ein Zeichen zu setzen, dann dürfen, egal von welcher Seite. Aber da hätten die Verbände ja schon jetzt Jahre Zeit gehabt, etwas zu tun. Das so oder so. Da gibt es eine sehr große Ignoranz. Das ist die andere Seite der Kritik. Die Verbände, aber nicht nur die Verbände, auch die deutschen Behörden und die deutsche Gesellschaft, die hat das Phänomen Salafismus jahrelang ignoriert. Ich habe in Bonn studiert, das war damals 2001 ein Zentrum des Salafismus. Dort gibt es die König-Facht-Akademie, die jetzt geschlossen wurde. Und zur Eröffnung der König-Facht-Akademie, was ein Rekrutierungsort für Salafisten war, kam der damalige Ministerpräsident von NRW. Man hat das ignoriert. Ne? Und aber auf der anderen Seite auch die Verbände. Sie haben diese Ideologie nicht kommen sehen und oder es kleingeredet. Das aber Herr Buch, dann nochmal, warum ist es so schwierig, dass man ja, dass es einen Ansprechpartner gibt, also wie bei der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche, dass man sagt, beim Islam, das ist derjenige, mit dem wir da reden können und der spricht für den Islam. Das Warum ist das ein generelles so Charakteristikum des Islam. Also wir haben nicht eine große zentrale Autorität im Islam, sondern der Islam zerfällt in nationale Islame. Ja. Also zum Beispiel DITIB repräsentiert fast nur türkische Muslime, während der sogenannte Zentralrat der Muslime Deutschlands, meine Zahlen sind übrigens 1%, die er repräsentiert, repräsentiert eben 1% der in Deutschland lebenden arabischen Muslime. Daneben gibt es eben Verbände der türkischen Aleviten, da Verbände der Baha'is, Verbände der Ahmadis, Verbände der Balkanmuslime, vor allem der Bosnier, aber auch der Albaner, Verbände der schiitischen Libanesen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind nicht nur persönliche Eitelkeiten, sondern es sind auch die nationalen Zugehörigkeiten und der Einfluss, den bestimmte Nationen, also Heimatländer, noch auf diese Islamverbände haben. Und das darf nicht unterschlagen werden. Also DITIB ist kein rein deutsch-muslimisch-türkischer Verband, sondern in erster Linie verlängerter Arm des türkischen Staates. Also die sitzen bei der Deutschen Islamkonferenz, das muss man bitte ergänzen, dass gerade bei der Deutschen Islamkonferenz ja auch nur 4-5 Verbände sitzen, die
nicht mal 15% der Muslime vertreten. Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch erwähnen, dass sie immerhin fast 2000 Moscheegemeinden repräsentieren. Also es ist, sie repräsentieren schon eine gewisse Anzahl von Moscheegemeinden. Also, ich glaube, immer der Vergleich mit Österreich ist sehr lehrreich, weil es in Österreich ja schon eher so einen zentralen Ansprechpartner gibt. Aber das liegt halt daran, dass das eine Lösung ist, die aus dem Kaiserreich stammt, in der es eine indigene muslimische Bevölkerung gab, die man auch zu einer entsprechenden Vertretung heranziehen konnte. Das ist hier nicht der Fall. Ich wollte das auch nicht als Vorbild einer Lösung aus dem österreich-ungarischen Kaiserreich als Lösung empfehlen. Ich wollte nur sagen, das liegt natürlich eben an der Geschichte, der Präsenz des Islam, die eben sehr stark eine nach national geordneten Gastarbeiterländern war. Und ich denke, also zum einen braucht es auch ein bisschen Geduld, dass sich das organisiert und indigenisiert. Ich habe immer den Eindruck, Sie sind ein vorzügliches Beispiel dafür, wie Sie das erzählen und wie Sie berichten, wie Sie im Land verwurzelt sind und mit anderen zusammen agieren. Und auf der anderen Seite darf man natürlich nicht zu viel Geduld, das macht Ihr Beispiel von der Fachakademie deutlich, sondern man muss auf der einen Seite vermeiden, dass so eine christliche Überformung stattfindet und man sagt, bei der katholischen Kirche gibt es das doch auch, das muss sich indigen entwickeln. Und auf der anderen Seite muss deutlich sein, man muss natürlich erreichen, dass das von hier aus entwickelte Sachen sind und nicht irgendwelche aus dem Ausland importierten Sachen. Aber wie viel Gegenwind kriegen Sie denn, Frau Artisch? Also Gott sei Dank habe ich bisher nur 3 hässliche Mails bekommen, die unter die Gürtellinie gehen. Also ich will jetzt die F-Wörter hier nicht benutzen. Ja, die Herren benutzen, was sie ungefähr gerne machen würden. Ja, und damit ich zu Verstand komme. Sehr primitiv. Es waren 3 hässliche Nachrichten über soziale Medien. Ansonsten bekomme ich unglaublich viele E-Mails von türkischen, kurdischen, arabischen Männern und Frauen. Ja, auch von Deutsch, ganz positiv sind. Also der Gegenwind ist auf der Straße. Ich weiß, ich höre das. Ja. Ich höre das von anderen, die in sozialen Medien da Gespräche, Diskussionen verfolgen, dass das nicht geht, was wir da machen, dass das nicht islamisch sei, dass wir keine Muslime sind, dass Nicht-Muslime eine Moschee gegründet haben und dass wir, weil wir ja Aleviten, Sunniten, Schiiten und so viel zusammen sind, auch noch innerislamisch etwas zusammenbringen. Gar nicht geht. Genau. Okay. Alles nicht. Aber geht. Ich würde gerne, wir haben vorhin über die Bilder gesprochen, die auftauchen, wenn man an den Islam geht. Und wenn man jetzt sagt, okay, im Moment haben viele eben Terror, Sprengstoffgürtel, das sind die Bilder, die man im Kopf hat. Muss man denn sagen, Herr Buchter, der Islam ist eine Religion, ja, die einfach auch im Koran zu Gewalt aufruft und wodurch die Gewalt auch gerechtfertigt wird? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wir neigen dazu, immer zu unterscheiden zwischen guten Muslimen auf der einen Seite und bösen, gewaltbereiten Salafisten und Dschihadisten auf der anderen Seite. Das Problem ist nur so, dass sich Dschihadisten und Salafisten in ihrem Sprechen und Tun ganz dezidiert eben auf Kerntexte des Islam berufen. Das heißt, auf bestimmte Stellen des Koran, auf bestimmte Aussagen des Propheten Mohammed, niedergelegt in der Sunna des Propheten, also der überlieferten Prophetentradition, was er gesagt und getan hat. Und die aus diesem Fundus von langer Geschichte schöpfen können, wo eben diese Gewaltaktionen stattgefunden haben. Und es ist jetzt für gutwillige, friedfertige, demokratieaffine Muslime schwierig zu sagen, deren Taten haben jetzt wirklich gar nichts mit dem Islam zu tun, sondern es ist eine Interpretationsfrage. Das heißt, inwieweit kann man dagegen jetzt argumentieren? Und wenn man das tut, dann liegt der Vorwurf in der Luft. Also du verlässt jetzt den Raum des Islam und wirst zum Ketzer. Und das ist eine Gefahr, der sich dann viele moderate und reformorientierte Muslime aussetzen, wenn sie da bestimmte Kernaussagen, die auf den Propheten sich berufen, auf den Koran, dann außer Kraft setzen wollen. Und das ist eine Frage der Interpretation. Okay, und da kommen wir auf den Punkt zurück, den ich vorhin schon sagte, es gibt keine zentrale, autoritative Instanz, die ex cathedra wie der Papst entscheiden kann, das ist jetzt islamisch und das ist unislamisch. Diese zentrale Autorität gibt es leider nicht. Ja. Wie sehen Sie es denn? Ist der Koran, wird da die Gewalt gerechtfertigt?
Also wenn man an den Koran so herangeht wie an einen Werkzeugkasten, dann findet man immer etwas, das, was man gerade sucht, wird man es auch finden. Und das ist auch die Herangehensweise der Salafisten, aber nicht nur der Salafisten, auch der Muslimbrüder und anderer modernistischer Ideologien. Was die Salafisten ausmacht, ist die vollkommene Negation der 1400-jährigen islamischen Gelehrsamkeit. Natürlich haben sie recht, wenn sie sagen, dass es im Islam natürlich wie im Christentum keine zentrale Autorität gibt. Mhm. Aber es gibt eine Gelehrsamkeit, die 1400-jährige Tradition hat. Und sie haben ja im Laufe dieser Jahrhunderte Methodiken entwickelt. Es gibt zum Beispiel die 4 anerkannten Rechtsschulen. Über diese 4 Rechtsschulen hinaus gibt es noch andere Rechtsschulen, aber die wichtigsten Rechtsschulen sind diese 4. Und die Salafisten negieren diese 4 Rechtsschulen. Also die Rechtsschulen, die ein bestimmtes Raster vorgeben, das man nicht ohne weiteres so verlassen kann. Also okay. Es begrenzt und kontrolliert gewisse, dass es nicht zu gewissen Perversionen kommt. Mhm. Und man beobachtet ja auch jetzt in Syrien oder im Irak wie der IS, in erster Linie muslimische Gelehrte, das sind keine liberalen Reformer, sondern das sind konservative, orthodoxe Gelehrte, verfolgen, massakrieren, foltern, weil eben sie diese Gelehrsamkeit als etwas Feindliches, ja sogar als etwas Unislamisches und dementsprechend legitimes, Verfolgbares darstellen. Wie würden Sie es denn sagen? Sie werden jetzt gerade, Sie machen diese Ausbildung als Imamin, Frau Atesh. Wie stark gibt es diese zwei Strömungen, diesen Aufruf auch zur Gewalt und wie gehen Sie damit um? In allen 3 monotheistischen Religionen gibt es Gewalt. So ist erstmal meine Herangehensweise, dass ich sage, wenn wir das Gewaltthema besprechen in Religion, dann dürfen wir nicht so tun, als ob das Gewaltthema nur den Islam betrifft. Ich fand das großartig, als der Rabbi Nahama, dann Herr Pfarrer Hoberg und der Kadir Sanje, die Vertreter für das House of One, am 11. September im letzten Jahr, 2016 in der Marienkirche einen Gottesdienst gemeinsam abgehalten haben, direkt am 11. September und über die Gewalt in den einzelnen Religionen gesprochen haben. Mhm. House of One ist ein Projekt, wo 3 Religionen zusammenkommen. Unter einem Dach zusammenkommen. Jede Religion hat sein eigenes Haus. Ja. Das heißt, insgesamt müssen wir wirklich fair sein, auch zum Thema Gewalt, nicht so zu tun, als ob nur aus dem Islam heraus oder aus dem Koran heraus Gewaltpassagen entnehmbar sind, die heute auch noch Menschen dazu legitimieren, Gewalt anzuwenden. Aber im Moment wird im Moment, Terror genau, also oder damit Anschläge fange ich werden an. Im Namen des Islam selbstverständlich. Damit will ich nichts schönreden. Ja. Ich will nur erinnern, dass es nun mal so ist, dass in der Entstehungsgeschichte von Religion durchaus Gewalt gegeben hat. Darauf berufen sich doch auch die Dschihadisten. Sie berufen sich auf eine Zeit, in der Gewalt legitimiert wurde aus verschiedensten Gründen, Angriffskriege, Verteidigungskriege und gehen zurück genau in diese Zeit. Und da bin ich absolut mit Ihnen einer Meinung oder es ist die Richtung, wo Sie sagen, man kann nicht sagen, ich interpretiere das erstmal raus, ich nihiliere das und sage, das ist nicht islamisch. Das ist nicht unser Weg. Mhm. Wir sagen, es ist da, wir müssen uns mit dieser Realität und Tatsache konfrontieren als Muslime, dass es diese gab, damit auseinandersetzen, aber in unserer Jetztzeit brauchen wir diese Gewalt nicht, um uns als Muslime gegenüber Juden oder Christen oder Andersdenkenden zu verteidigen oder anzugreifen. Wie sieht es im Christentum aus und wie geht man damit um? Ist das Christentum auch eine gewalttätige Religion oder eine Religion, die Gewalt verherrlicht oder aufruft? Also Sie haben vollkommen recht, das kann man für die allermeisten Bewegungen sagen. Im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind in der Französischen Revolution sehr, sehr viele Menschen guillotiniert worden. Also Sie können die edelsten Werte, verwenden. Interessant ist die Frage, alle Religionen haben Gewaltpotenziale, wie auch die meisten politischen Ideologien. Die Frage ist, wie damit umgegangen wird. Was es in den Religionen für Mechanismen gibt, um die Gewaltpotenziale einzuhegen, also um die Texte zu interpretieren, um Menschen in den Arm zu fallen. Und da hat natürlich die mitteleuropäische Tradition Methoden entwickelt, etwa der Schriftauslegung. Und das ist ja nicht nur eine mitteleuropäische Tradition. Es gibt einen islamischen mittelalterlichen Rationalismus. Also alle Religionen haben Tendenzen und Mechanismen entwickelt, um Gewalt einzuhegen. Und die spannende Frage ist, ob es sozusagen politische Umstände gibt, in denen diese Sachen privilegiert werden. Bei uns werden die privilegiert durch die Verfassung. Wenn ich jetzt auftreten würde und würde sagen, im Namen der Religion erschieße ich alle Leute mit kleinen
Hunden. Das ist die Pointe meiner Religion, würde mir der Staat in den Arm fallen und sagen, diese Religion entspricht nicht unserer Verfassungsordnung und darf hier nicht frei sich betätigen. Und wir müssen zum einen darauf achten, dass in unserem Land diese gewalteinhegenden Potenziale privilegiert werden, an den Universitäten, in den Gemeinden. Aber was mache ich denn hier mit vielen aktiven Salafisten, mit Moscheen, in denen Hass gepredigt wird? Also wer ist denn dafür verantwortlich, dass sich das ändert? Na, ich denke, das eine Zentrale, was der Wissenschaftsrat und die damalige Bundesforschungsministerin Schawan getan hat, es muss auch die Ausbildung muslimischer Geistlicher an deutschen Universitäten durchgeführt werden. Damit habe ich aber hier noch keinen Hassprediger weniger. Dann müssen sozusagen, wir haben ja ein Religionsverfassungsrecht, wir haben Zulassungen, wir haben die Möglichkeit, dass Polizei einschreitet. Wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und wie gesagt eine Religion gründen würde, die in deutscher Sprache das Umbringen aller Leute mit kleinen Hunden fordert, würde dagegen eingeschritten werden. Und das müssen wir machen. Wir müssen die Strukturen unseres Religionsverfassungsrechts auch bei anderen Religionen zur Geltung bringen. Und die Inkulturationsbewegungen, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, die Inkulturationsbewegungen und das Einwandern in unseren Rechtsstaat mit aller Energie fördern. Okay. Also ich möchte da noch anknüpfen an das, was mein Vorredner gesagt hat. Ich glaube, dass mit dem Problem der Salafisten, das wir jetzt haben, sind zwischen 8.000 und 10.000 gewaltbereite Salafisten vorhanden in Deutschland. Und es gibt ja noch die Heimkehrer des IS, die jetzt aus Irak und Syrien, weil er dort Schlappen erleidet, heimwärts streben. Ich glaube, dass man viele dieser Leute nicht mehr zurückgewinnen kann. Da hilft nur Repression. Das heißt, wir brauchen Mittel der Polizei, der Geheimdienste. Mhm. Da darf nicht gespart werden. Aber wir müssen sehen, dass wir den Zulauf zu diesen gewaltbereiten Strömungen vermindern. Mhm. Und da braucht man eben auch mehr Handhabe für Polizei und Geheimdienste bei der Internetüberwachung, Telefonüberwachung, bei vielen anderen Dingen. Und zukünftig für die Zeitperspektive 5 oder 10 Jahre brauchen wir islamische theologische Lehrstühle, die es ja schon in Deutschland gibt, wie zum Beispiel in Freiburg, in Münster, in Osnabrück, in Tübingen. Und die Leute, die dort jetzt neue islamische Theologen ausbilden, das sind reformorientierte Muslime. Die müssen mit aller dem deutschen Staat zur Verfügung stehenden Macht geschützt werden. Denn viele dieser Leute, die dort lehren, bekommen Todesdrohungen, sind also härtesten Anfeindungen ausgesetzt und zum Teil auch aus den etablierten Islamverbänden. Das muss man sagen. Ja, aber es ist ja schwierig, weil wenn es die Ideologie gibt, dass man nur ein guter Muslim ist, wenn man eben auch Gewalt oder in den Dschihad zieht, wie geht man damit um? Also wie kriegt man man kriegt die Leute nicht mehr zurück. Das ist zu spät. Man kann die jungen Leute, die jetzt bereit sind, in den Krieg zu ziehen, die kann man nicht mehr zurückkriegen. Nicht alle, aber vielleicht ein Teil. Aber wir müssen verhindern, dass der Zulauf anhält. Mhm. Also ich denke, dass man das Problem nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen kann. Das Problem ist, glaube ich, dass der Schrei nach Poliz mehr Rechte für die oder mehr Eingriffsmöglichkeiten für die Polizei, mehr Überwachung immer sehr, sehr schnell dabei ist. Aber wenn wir uns England anschauen, wo die Überwachung ja schon weitaus umfangreicher ist als hier bei uns in Deutschland, sehen wir, dass das alles andere als erfolgreich ist. Und theologischen Lehrstühle, und die theologischen Lehrstühle ist eine sehr wichtige Entwicklung. Das muss weiter forciert werden. Aber den Salafisten, den 8.000 bis 10.000 Salafisten, denen ist Theologie vollkommen egal. Denen geht es gar nicht um Theologie. Vor allem aus dem die universitäre Entwicklung der Theologie ist wichtig für die muslimische Community insgesamt, damit dort ein deutschsprachiger theologischer Nachwuchs dort ausgebildet werden kann. Das ist nämlich das Dilemma in den Moscheestrukturen. Sie sind immer noch sehr, sehr verhaftet in diesen nationalen Strukturen. Es gibt viel zu wenig deutschsprachiges Angebot. Da sind die Salafisten viel, viel weiter. Wir haben Pierre Vogel, der hunderttausende Klicks hat in der Sprache der Jugendlichen. Okay, spricht. Aber man kann sie nicht einsperren, wenn sie nichts getan haben. Das einerseits. Man darf nicht immer nach mehr Sicherheitsgesetzen, mehr Sicherheitsgesetze ist nicht die beste Antwort auf diejenigen, die es auf unsere Freiheit angesehen haben. Also nicht nur, nicht allein. Sicherheit, auf jeden Fall ist das eine ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiger Ansatz, da darf nicht gespart werden. Ich bin sehr irritiert darüber, dass in diesem Bereich so wenig
der Verfassungsschutz offensichtlich weiß oder verfolgt, wenn das so ist. Vielleicht kriegen wir das ja nicht mit. Ja. Aber Großbritannien ist ein ganz schlechter Vergleich. Großbritannien hat lange Zeit seine Extremisten großgezogen, genauso wie die anderen Länder auch teilweise, die mit dem Terror jetzt gerade zu tun haben. Sie haben Scharia-Gerichte eingerichtet und waren stolz darauf, dass sie eine Paralleljustiz eingerichtet haben. Mhm. Die Franzosen haben jahrzehntelang gesagt, wir haben kein Integrationsproblem mit unseren Muslimen. Das sind alles unsere Staatsangehörigen. Wir haben lediglich strafrechtliche Probleme und die lösen wir dann irgendwie. Nein, sie haben ein großes Problem gehabt mit der Integration der muslimischen Menschen aus den verschiedenen Maghreb-Ländern insbesondere. Haben sie, haben es nicht bearbeitet. Die Engländer haben schon weit vorher, bevor sie angefangen haben, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und Polizei ist abgezogen worden, so viel wir wissen, ja, aus den Medien, anstatt mehr Sicherheit zu schaffen. Wenn ich an einem Punkt noch mal das kontextualisieren darf, in Zeiten von Fake News ist es nicht allein nur ein Teil der muslimischen Bevölkerung, den man mit den klassischen Aufklärungsmechanismen nicht erreicht, also der Vorstellung mehr Information und mehr Bildung, sondern wir müssen, glaube ich, warnen, dass es Schichten der Gesellschaft gibt, die dadurch nicht erreichbar sind. Und die, die durch Aufklärung nicht erreichbar sind, müssen eben so eingegrenzt werden, dass sie keine strafrechtsrelevanten Wirkungen entfalten können. Mir ist nur wichtig, dass man sich klar macht, das ist nicht ein Spezialproblem, es ist vielleicht bei einzelnen islamischen Gruppen besonders hart. Aber wir haben Gruppen der Gesellschaft, die durch das klassische Material, also sagen wir mal Landeszentrale für politische Bildungsarbeit klärt auf oder Phoenix macht eine besonders schöne Sendung, nicht erreicht werden. Auch das muss man wahrnehmen und dann entsprechende andere Maßnahmen einleiten. Aber ja, aber ist es auch ist es ein Versagen auch der Integrationsleistung? Der Bildungspolitik vor allem auch. Ja. Ganz stark der Bildungspolitik. Ja. Die Schulen versagen nicht, weil sie nicht können, sondern weil sie alleingelassen werden. In Grundschulen werden Religionskriege ausgetragen. Was macht ein Direktor, was macht ein Lehrer, wenn in einer Klasse zwei deutsche Kinder nur noch sind, ein Junge und ein Mädchen? Und das Mädchen ist letzte Woche zu mir gekommen, 10 Jahre alt, und sagt, ich werde gerade gehänselt und gegängelt. Und vor allem zu mir wird immer wieder gesagt, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich Würstchen esse, weil ich Deutsche bin. Okay. Ja? Und das reicht, das ist ja nicht alles. Ja. Das sind die deutschen Kinder, die da teilweise gegängelt werden. Und dann kommen noch die muslimischen Kinder gegen die muslimischen Kinder. Das sind 10-jährige, entschuldigen Sie, Hosenscheißer, ja, die in der Schule, in der Grundschule Religionskriege aber führen. Aber warum haben die diese... Dagegen wird nicht Ja, aber warum angehalten. Haben die dann so eine Macht, das zu tun? Und wer müsste dem was entgegensetzen? Das sind Eltern. Ja. Das sind Eltern, die ihren Kindern etwas weitergeben, was sie wiederum in Moscheegemeinden oder in ihren privaten Zusammenhängen von Salafisten oder von anderen sehr fundamentalistischen Kreisen, wo auch immer, das bekommen und das an ihre Kinder weitergeben. Mhm. Also und, heißt und es wir doch, können nur dagegen halten, indem wir in den Schulen Aufklärungsarbeit betreiben. Ja. Und da ist aber viel zu kann wenig das funktionieren, Aufklärung und Islam, passt das zusammen, Herr Buchter? Ja, also... Also ich persönlich habe einen langen Weg beschritten. Also ich war früher sehr islamfreundlich. Ich befasse mich jetzt seit 34 Jahren mit dem Islam, habe aber 15 Jahre lang in verschiedenen Ländern der islamischen Welt gelebt und gearbeitet. Und mein Bild vom Islam ist nüchterner geworden. Ich würde heute sagen, dass ich ein Islamkritiker bin. Das heißt, ich lehne nicht den Islam in Bausch und Bogen ab und sehe da auch eben einige positive Aspekte, auch in vielen Individuen, die ich sehe, sehr verdienstliche Bemühungen um eine Reform des Islam. Aber ich glaube, dass wir um diese Diskussion über die Gewaltpotenziale im Islam nicht herumkommen. Und dieser Diskussion müssen wir uns jetzt stellen. Und um diese Gewaltpotenziale einzuhegen, bedarf es eben einer Liberalisierung und einer Reform des Islam. Und die kann nur von innen heraus geschehen. Das heißt, wir können nur begleitende Maßnahmen durchführen, wie zum Beispiel die Einrichtung freier theologischer Lehrstühle für reformorientierte Muslime. Aber das muss von den Muslimen hier in Deutschland und in der islamischen Welt selber gemacht werden, das ist aber, damit das Gewaltpotenzial
durch vergleichbare Phasen und Prozesse wie Reformation, Aufklärung, ja. Modernisierung, dass dieses Gewaltpotenzial nach und nach eingehegt und zum Erlöschen gebracht wird. Also das ist aber Religion. Ja, die aufgeklärten Denker, die Philosophen gab es in der islamischen Welt, die gab es ja. Es ist das ja nicht ist so, dass abgewürgt worden im 11. Jahrhundert. Genau, ja. Exakt. Und das ist die Renaissance, an die wir erinnern, an die wir erinnern möchten. Da möchte ich mich unbedingt anschließen und das unterstützen. Vor allem die islamischen Länder. Man wird, wenn man in die islamischen Länder geht, wirklich sehr nüchtern, was das anbelangt. Ohne die politische Unterstützung aus den Ländern selbst wird es das nicht geben. Weil die in den meisten islamischen Ländern Regierungen existieren, die eher das Gewaltpotenzial noch nähren, leider Gottes. Ja. Also braucht der Islam einen Luther? Nein, weil wenn man Martin Luther sich mal damit beschäftigt, wünscht man sich den Muslimen keinen Martin Luther, ehrlich gesagt. Sein sehr heftiger Antisemitismus ist mir nicht gerade sympathisch. Aber um auf meinen Vorredner nochmal zu kommen, wir reden ja immer davon, Muslime sollen Politik von Religion trennen. Mhm. Wenn jetzt dann deutsche Politiker oder die deutsche Gesellschaft kommt und den Muslimen sagt, ihr braucht eine Reformation, machen sie genau das, was sie eben nicht wollen. Sie machen auch die Religion zum Instrument von politischen Forderungen. Aber die Politik hier hat zum Beispiel die Islamkonferenz ins Leben gerufen. Ja, da geht es aber um einen Dialog, auf Augenhöhe, sollte es zumindest sein. Herr Kollege, Muslime sagen das auch, nicht nur deutsche Politiker. Ja, natürlich. Ist ja auch jedem da sein Recht, weil in der momentanen Konjunkturlage ist es natürlich sehr attraktiv zu sagen, ich stehe für eine muslimische Reformation oder wir brauchen einen muslimischen Luther. Da bekommt man natürlich sehr, sehr viel Applaus. Mhm. Das ist schon mal klar, aber das geht am Kern des Problems vorbei. Was ist denn der Kern des Problems? Wenn wir uns die salafistische Ideologie anschauen, wenn wir uns die modernistische Muslimbruderschaft-Ideologie anschauen, geht sie zurück auf reformatorische Denker im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Seyyid Qutb war ein Reformer. Seyyid Qutb, ein ägyptischer, kein Islamgelehrter, sondern ein Journalist und Pädagoge, er ist ein Vordenker der Dschihadisten von heute. Das ist ein reformatorischer Ansatz, weil er negiert die ganze Tradition. Und wir dürfen es wirkt immer sehr, sehr klar. Aber was denn dann? Also wenn wir auf der einen Seite sagen, wir haben ein Problem ganz konkret an Grundschulen, wo Kinder, die Schweinefleisch essen, irgendwie nicht mehr von dem, also wo es dann... Da sagt der Lehrer dann, das muss man natürlich thematisieren. Der Rat von dem Lehrer war... Das muss man ganz nüchtern thematisieren. Aber wenn man in diesem Kontext von Religionskriegen an Grundschulen spricht, dann ist das nicht hilfreich, um dieses Problem anzugehen. Es ist ein Religionskrieg. Also ich glaube aber, man muss trennen erstmal das Problem der Schulen, insbesondere der Schulen in Berlin. Das ist ein größeres Problem von der Frage. Natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt dem Islam empfehlen, ihr braucht genau die Entwicklung, die in Mitteleuropa das Christentum hinter euch gebracht hat. Das fände ich unfreundlich. Und insofern finde ich gerade als reformatorischer Theologe. Es sagen viele, da haben Sie, glaube ich, schon recht, der Islam muss mal durch die westeuropäische Aufklärung. Ich finde, ich vertraue darauf, dass die Beheimatung des Islam in Europa auch zu den Entwicklungsdynamiken einer Anpassung an Gesellschaft führt, wenn wir eine wehrhafte Demokratie sind. Also mit wehrhafter Demokratie. Aber was kann denn eine liberale Moschee, die Frau Atasch jetzt gründet, ausrichten im Vergleich zu der Macht, die aus Saudi-Arabien kommt und die aus dem vom IS kommt? Das passt doch gar nicht. Wie geht das? Ja, aber natürlich schon, also weil es ja auch so ist. Das ist der einzige Weg, was wir machen können, oder? Was Sie selber machen, das erlebe ich aus christlicher Perspektive natürlich so. Auch dort hat es im 20. Jahrhundert, man muss ja sagen, in der evangelischen Kirche gibt es noch nicht sehr lange Pfarrerinnen. Das ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Auch da gab es am Anfang allerlei Widerstand. Man muss natürlich darauf achten, dass die, das haben Sie ja auch schon gesagt, dass die als Imame eingestellt werden, nicht ständig mit ausländischem Geld eingestellt werden, sondern dass die Moscheegemeinden hier in der Lage sind, die teureren Absolventen von deutschen Universitäten und Absolventinnen einzustellen. Also natürlich darf man nicht das einfach widerstandslos hinnehmen, aber ich vertraue darauf, dass mit den rechtsstaatlichen Mitteln, wenn der Rechtsstaat
Aber es hat doch nicht funktioniert. Wenn wir 8.000 bis 10.000 Salafisten haben, dann haben dort die rechtsstaatlichen Mittel nicht funktioniert. Aber was haben die Moderaten also gemacht? Das finde ich ein bisschen zu vereinfachend gesagt. Es muss ein Verfassungsschutz und es müssen Behörden ansprechende Mengen von Expertinnen und Experten haben. Es müssen Schulen entsprechende Mengen an Lehrern haben. Wenn ich solche schwierigen Problemklassen habe, dann muss ich anständige Gehälter als Schulbehörde zahlen und darf nicht nur so einen Hungerlohn zahlen, dass mir alle klugen Lehrer anderswo hingehen. Also ich finde, dass ich vertraue auf die Mittel, die unser Rechtsstaat hat, wenn er sie einsetzt. Ich vertraue darauf, dass Bildung funktioniert, wenn sie angemessen durchgeführt wird. Das ist natürlich die eine Seite. Die rechtsstaatlichen Mittel ausgeben. Aber was kann denn aus dem... Die wirklichen Akteure, die wirklich was bewirken können, sind die Muslime selber. Und das ist das Grundproblem. Ja. Es geht gar nicht aus welchem Lehrstuhl ein Imam kommt oder so, sondern wenn Sie zum Beispiel, Sie wissen noch gar nicht, auf welchem Punkt ich hinweise. Zum Beispiel, ich gehe, das ist so ein, unter Freunden bespricht man das auch, das ist ein weit verbreitetes Gefühl, gerade bei den jungen Muslimen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind. Man geht jeden Freitag zum Freitagsgebet, sitzt dort und wir haben und unter Freunden haben wir dann uns irgendwann dabei ertappt, dass wir so spät wie möglich zum Freitagsgebet gehen, damit wir bloß die Predigt nicht mitbekommen, nur das Gebet machen, weil die Predigt uns einfach langweilt und das kann aggressiv in der macht, weil es null mit der Lebensrealität der jungen Muslime hier in Deutschland zu tun hat. Und wenn die Imame so an der Lebensrealität der hier lebenden Menschen vorbeipredigen, als ob die Predigt aus der Türkei, aus welchem islamischen Land auch immer kommt, dann erreicht das die Menschen nicht. Und da müssen wir ansetzen. Sie müssen es aus, von sich aus machen. Aber da kommen wir doch zum einen zentralen Punkt. Also ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es deutsche Politiker gar nicht gibt, die mit erhobenen Zeigefinger sagen, ihr Muslime müsst euch jetzt alle mit Macht reformieren und aufklären. Doch gibt es, es geht von der CDU, die 2017 Islam-Thesen, können Sie nachlesen. Ja, aber das muss von den Muslimen selber von innen her kommen, sonst ist es nicht glaubwürdig. Sonst wird es aufgefasst als Fremdprodukt, als Implantat, das abgestoßen wird. Absolut, das heißt, es muss von innen kommen, man muss solche Bewegungen, solche Moscheen, wie zum Beispiel die von Frau Sayran Atesh jetzt unterstützen. Das muss Anhänger finden. Es gibt das ist der Bewegung eine, auch und den, wir den haben den noch drei Minuten. Der andere Punkt, auf den ich hinweisen will, und da, wo eben der Staat mehr machen kann oder auch mehr machen sollte, betrifft zum Beispiel ein Integrationsgesetz, das wir dringend brauchen. Das auch beinhaltet, dass zum Beispiel aus dem Ausland kommende muslimische Prediger, Imame, erstens auf Deutsch unterrichten, per se, und zwar ohne Ausnahme. Und zweitens, dass die sie unterstützenden und finanzierenden Gemeinden sich eben nicht aus dem Ausland finanzieren lassen. Denn dann kann man sehen, wie groß der Einfluss der etablierten Islamverbände ist, denn der ist nämlich sehr gering. Ja, wir haben nur noch drei Minuten, deshalb muss ich sehen. Bei Ihnen ist es so, bei Ihnen wird auf Deutsch gepredigt? Unbedingt, aber es gibt natürlich zum Beispiel Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, die sagen, in Syrien waren die Moscheen liberaler. Wir sind hier in einige Moscheen gegangen, das ist so radikal und so politisiert, das ist unglaublich. Ja. Da wollen sie nicht hin und sind glücklich, dass es uns jetzt gibt. Es gibt Menschen, so wie Sie das gerade beschrieben haben, bei der Predigt abhauen oder sie nicht hören wollen und sagen, die Predigten haben mich von meinem Glauben entfernt. Ja? Solche Leute kommen zu uns. Natürlich, wir müssen es verändern. Und das ist auch der Akt, den ich vollzogen habe, auch ich ganz persönlich, als Moderate, als liberale Muslimin, aus der Türkei kommend, habe ich gelernt, dass man den Glauben nicht vor sich her schiebt und so zur Schau trägt, ja, allen Leuten sich anbietet oder auffällt. Oder ja, Sie kennen das auch aus islamischen Ländern, die Liberalen leben das eher sehr ruhig und sehr privat. Das war Privatsache. Ich habe Herr Schäuble immer gesagt, wir können uns nicht organisieren, weil das im Widerspruch steht zu meinem Islamverständnis. Das ist was ganz Intimes, Privates zwischen dem Einzelnen und Gott. Sie können nicht den Islam verchristianisieren, verkirchlichen, das wollen wir nicht. Aber ich habe am Ende der Islamkonferenz und seitdem arbeite ich an dieser Idee mit der Moschee festgestellt, die einzige Möglichkeit, was zu verändern, ist, dass die moderaten Muslime, die liberalen Muslime Verantwortung auch übernehmen. Mhm. Es reicht doch nicht und es geht doch nicht, dass wir nur auf die Verbände schimpfen, auf die Salafisten schimpfen und selber aber nichts dagegen tun. So privat wir sind, unsere Religion leben. Wir müssen den Kindern, den Jugendlichen, den Schulen Ansprechpartner sein, Angebote machen, auch für die Politik. Deshalb haben wir uns organisiert. Und da würden Sie sagen, das ist noch nicht zu spät?
Das wird jetzt eine sehr große Herausforderung für Attisch sein, diese Gemeinde auch am Leben zu erhalten. Das ist nicht so ganz einfach, eine Moschee auch jeden Freitag zu füllen. Das wird eine sehr große Herausforderung. Aber man könnte ja auch noch andere liberale Moscheen in Deutschland gründen. Ja, das Problem ist, mir gefällt das, diese Gegenüberstellung, da die liberalen Moscheen und da die fragwürdigen Moscheen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute in den etablierten Verbänden. Ich kritisiere auch die Verbände sehr viel in inhaltlichen Fragen, aber es gibt sehr viele junge Leute, die sehr engagiert sind und sehr wichtigen Beitrag für die muslimische Community in Deutschland innerhalb auch der Verbände leisten. Man darf die Verbände nicht verteufeln und immer diese Dialektik aufbauen, da sind die Liberalen die Guten. Und wenn man ein konservativer Muslim ist in Deutschland, kann man kein guter deutscher Staatsbürger sein. Ich glaube, diese Gleichung also geht nicht auf. Also ein bisschen auf. Entspannung wäre aber die Jugend, gut. Die Jugend, okay. Man die Jugend, darf auch seinen Glauben zeigen, das ist auch ein Teil der Religionsfreiheit. Also man, aber Sie wissen doch, Thema dass Kopftuch die gesamte dann wieder. Jugendorganisation der DITIB geschlossen zurückgetreten Absolut. Ist. Das darf man nicht vergessen. Das sind die Reibereien. So kommen Veränderungen. So kommt es zu Veränderungen. Nicht. Nein, sie lassen sie nicht, die sind gegangen. Okay, gut. Aber das ist die Normalisierung, dass es so eine Gemeinde genau, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Im Judentum gegeben hat, auch da gibt es unterschiedliche Richtungen, die streiten. Im Christentum, das ist, glaube ich, die Pluralisierung des Islam, die ein begrüßenswertes und schönes Zeichen ist. Wir sind am Ende der Sendung. Ich weiß, dass wir jetzt hier noch eine Stunde weiter darüber reden könnten und dass es einfach ein spannendes Thema ist. Aber ich bin sicher, Sie wissen das, Phoenix widmet sich diesem Thema auch immer mal wieder. Und dann wäre es schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.